Oder Merhaba. Wie begrüßen sich Remigranten eigentlich untereinander? Remigranten sind in Deutschland aufgewachsen und sind hier zur Schule gegangen. Sie sind hier sozialisiert und wandern in die Türkei aus. Aber warum tun sie das? Und wie fühlen sie sich dabei? Inwiefern hängt das eigentlich von ihrem Heimatsgefühl ab? Und was passiert eigentlich mit deren Kindern? Das wollen wir, Deluxi, Nilufar, Yildiz, Rebecca und unser Freund Aswan und ich, Van, ethnografisch in einem Filmprojekt erforschen und dokumentieren. Das heißt nach Hause, weil sie sind ja eigentlich hier geboren und... Genau. Ja, aber wo fühlen sie sich denn zu Hause? Ich meine... Genau, was ist eigentlich Heimat für diese Migranten? Wo fühlen sie sich denn zu Hause überhaupt? Genau. Und was für eine Identität haben sie? Genau. Das ist dann wahrscheinlich das ist eigentlich schon der Kultur. Und aber was ist gut? Wenn sie aufwachsen. Also ja, klar. Und was genau bewegt sie dazu, ihre Heimat, also sozusagen Deutschland, in dem Land, wo sie schon jahrelang aufgewachsen sind und alles erreicht haben, in eine komplett fremde Kultur einzutreffen. Das wäre dann eventuell die Türkei. In aber es muss ja keine komplett fremde Kultur geben. Ich meine, ob es eine ist, das ist ja die Frage. Das heißt, hauptsächlich interessiert uns, was die eigentlich, was sie sich dabei denken, zurück oder nach Istanbul zu ziehen und was sie sich darunter vorstellen. Das heißt, was es für sie ist. Für sie kann es eventuell sein, dass sie zurückgehen. Oder es kann sein, dass ihnen einfach die Stadt so sehr gefällt, dass sie einfach dort leben möchten. Und gehen sie überhaupt zurück? Zurück ist in diesem Fall total relativ. Weil eigentlich sind ja deren Wurzeln und deren Ursprung ist ja das Türkische. Also Teil Türkei. Sind ja auch hier geboren. Ja. Und wohin fühlen sie sich überhaupt hingezogen? Also was würden sie selbst auf die Frage antworten? Was sind sie für ein Landsmann oder woher kommen sie? Sind sie dann deutsch oder türkisch? Es gibt ja nicht nur Leute, die nur türkische Eltern haben, sondern auch Leute, die türkische Mutter und deutsche Vater. Genau, das hat auch kein Gedanke. Oder es gibt einen wichtigen Freund, der hat einen iranischen Vater und eine türkische Mutter. Und die wohnen aber in Deutschland. Und das ist. Was bist du da? Welche Kultur hast du? Das aber wir haben ja also auch einen Hintergrund. Ja, ja. Was definieren wir uns denn? Was auch interessant ist, ob die Familie von den Personen, die remigriert sind, ob die noch hier leben oder ob sie mit den Personen nach Istanbul gezogen sind. Oder ob sie schon vorgezogen sind und dann die nachziehen. Genau. Und was mit den Kindern? Das Video muss mit dem... Die hätte ich schon ganz am Anfang gehabt. Das gibt es auch öfter, dass man einfach so einen Überblick von Istanbul hat, von so einem Hoch. Genau. Sieht man so die Stadt und vielleicht so wie in Frankfurt die Skyline. Also das machen die so typisch so viel. Das machen die in türkischen Serien sehr oft. Und zwar sind die ja meistens in Istanbul gedreht. Das heißt, auch bei Zwischensequenzen, das heißt, wenn man sieht, dass es jetzt gerade abends ist, dann lassen die das einfach im Schnelldurchlauf, einfach diese Schiffe, die da durchfahren, und diese Brücke, und fahren irgendwo eine Helikopter auf. Was richtig schön ist, an diesen Plätzen, wo richtig viele Menschen sind, so eine übertrieben große Menschenmenge. Und die sind so slow motion, also ganz schnell. Ja, genau, also ganz schnell. Ja, genau. Und im Hintergrund lassen wir dann verschiedene Lieder laufen, und das zeigt dann die Multikulturalität von der Stadt. Du hast gerade darüber geredet, dass du der Meinung bist, dass SARS zu laut war in der Gruppe. Genau, und dass wenn man diese Gitarrenklänge einbaut, dass man die dann leiser macht. Wir können doch auch einfach live, dass wir zum Straßenkinder die wir auch live aufnehmen können. Wenn auch Sie sich für diese Fragen interessieren, dann wären Sie fern auf unserer Seite Startnext und spenden Sie für uns. Oder liked uns auf Facebook, The Istanbul Project. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung und bedanken uns schon mal im Voraus.